Hallo, guten Morgen zusammen. Heute ist Donnerstag, der 31.08. und es geht los nach Kroatien. So ist es. Wir wollen heute fahren über Davos bis zum Rešepass und dort unsere erste Nacht verbringen. Genau. Alles klar, macht's gut. Bis ciao, ciao. Dann, seid dabei. Ciao. When we wake. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Nach 5 Minuten unser erster Grenzübertritt in die Schweiz. Ganz schön Hochwasser. In 50 Metern links. Baden in der Schweiz. Zürichsee. Über den Zürichsee. Rechts abbiegen. Oh Gott. Ja, Schatz, das ist der See, gell? Ja, das ist zwar nichts. Das ist der Schwarzensee. Da sind wir noch weiter geradeaus. Ja, Schwarzsee heißt der. Nein. Ist er ja auch schwarz. Kühe. Das ist irgendwie, oder? Ja, da sind wir jetzt auf einem Parkplatz bei Davos, der auf Camperkontakt als Übernachtungsplatz angegeben ist. Am Schwarzsee, den sieht man da ganz leicht im Hintergrund vielleicht. 5 Franken für 10 Stunden, beziehungsweise wir haben da jetzt 2 Franken für 2 Stunden bezahlt, hier an einem Hundetrainingsplatz oder sowas ähnlich. Und die Zufahrt ist natürlich auch ganz schmal und eng, aber ein schöner Platz. Ja. Und ist was los, sind immer wieder Leute da, die mit ihrem Hund kommen und wandern gehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt gut gestanden und ein Mittagsschläfchen gemacht, eine Kleinigkeit gegessen
Und jetzt geht's weiter Richtung Reichenbach. Ich denke eher, das ist ein Rettungsschirm. Eben so ein Schaubeutel. Ein Seil ist dran. Ja, ja. Irgendwas transportieren. Transportieren, ja, ja. Da oben ist der Füllerpass. Der hat nichts mit der, dran. Jetzt. Ja. Aber der ist der, wo dauernd hin und her fliegt.
was passiert. Ja. Da unten ist auch direkt mal Wasser in dem Bach oder Fluss, wo immer austrocknet war bis jetzt. Wir sind angekommen am Reschepass. Nein, in Grauen im Finchgau. Oder so. Der Reschepass haben wir überwunden. Ja. Bei hunderte Fahrradfahrer überholen müssen. Aber ja, wir haben es geschafft. Und jetzt sind wir da gegangen gegessen. Alles klar. Ja, gegenüber letzten Jahr haben sie auf jeden Fall neu geschottert und parzelliert. Ja, ist natürlich gleich was anderes. Sauber. Aber dafür kostet er auch 5 Euro mehr. Letztes Jahr hat er noch 10 Euro gekostet, jetzt kostet er 15 Euro. Wie immer haben wir gut gegessen und eine wirklich gute Nacht verbracht. Morgen geht es weiter durch Italien. Bis dann.